Ja, weil Monaco in jeder Hinsicht besonders ist. Die Strecke ist einzigartig. Es gibt keine Strecke wie Monaco auf der Welt. Die Kulisse, die Leute, der Glamour-Faktor. Ich glaube, Monaco hat einfach so ein geniales Gesamtpaket, was einfach für die meisten Menschen noch sehr, sehr reizvoll ist. Wir haben ein paar Ideen, warum, wieso, weshalb es nicht so gut gelaufen ist. Und werden dementsprechend natürlich jetzt das Auto umbauen und ein paar Sachen anders machen. Und wir denken, dass es dann morgen wieder besser geht. Mein Qualifying ist sehr, sehr wichtig hier. Da überholen sehr, sehr schwierig ist. Aber nach wie vor ist unser Ziel, dieses Wochenende ein paar Punkte zu holen. Das ist mit Sicherheit jetzt eine sehr wichtige Phase für mich und meine Karriere auch, aber ich sehe das ein bisschen mit Renault als Sprungbrett, auch mich selber dahin zu arbeiten, nach vorne. Ich will auch um Rennsiege mitkämpfen und um die Meisterschaft. Und ich glaube, mit Renault habe ich jetzt einen Partner, wo wir uns zusammen dahin arbeiten können. Und wie gesagt, ich glaube an das Projekt und es macht mir viel Spaß.